Es ist mal wieder soweit. Der 11.11. um 11.11 Uhr ist wieder angebrochen. Und das bedeutet, yay, Jahresspecial-Zeit hier auf WeHawk. Und dieses Jahr, was soll ich sagen, war eigentlich mal wieder ein ganz besonderes Jahr gewesen. Denn ihr wisst, es stand eine große Veränderung an. Das habt ihr mitbekommen. So Ende März, Anfang April habe ich es gesagt. Konsolenfalke wird aufgelöst. Und wenige Wochen danach wurde auch WeHawk Live hier in diesen Channel integriert, sodass ich nun sämtliche Channels hier vereint habe, hier auf WeHawk. Diese Entscheidung hatte ich damals getroffen, weil Matze selber von Twitch auf YouTube gewechselt ist mit seinen Livestreams und ich mir auch ein bisschen Gedanken machen musste, wie geht's weiter, weil der Konsolenfalke-Channel, der hat überhaupt nichts mehr abgeworfen. Also jetzt nicht nur finanziell, sondern halt auch generell von der Aufmerksamkeit her war das halt einfach zu gering und das Netzwerk hat dann auch gesagt, hier, was machen wir, Konsolenfalke wollen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Hatte ich auch Verständnis für und der Channel war eh schon lange nicht mehr monetarisiert gewesen, weil ich gesagt habe, für die paar Videos im Jahr, die ich da mache, möchte ich euch nicht auch noch Werbung gucken lassen. Und von daher hatte ich dann Konsolenfalke jetzt entschieden stillzulegen und stattdessen wieder alles auf einen Channel zu haben, weil es hat relativ wenig Sinn gemacht. Ab dem Moment, wo ich wieder Let's Plays gemacht habe, da hat sich Konsolenfalke eigentlich überhaupt nicht mehr gelohnt, weil ich den Channel sehr, sehr stiefmütterlich behandelt habe und wirklich nur noch ab und zu mal was gebracht habe. Zugegebenermaßen das letzte Jahr eine kleine Ausnahme der Wii Shorts Adventskalender, der mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, wo dann auch wirklich mal 24 Videos auf Konsolenfalke kamen in dem Monat, beziehungsweise sogar 25 mit dem Jahresrückblick noch. Das war natürlich schon eine coole Geschichte, hat mir auch Spaß gemacht und hat mir auch gezeigt, dass ich das durchaus immer noch machen möchte, solche Formate. Allerdings habe ich dann einfach die Entscheidung getroffen, hier auf WeHawk, hier zentral, ist das alles ein bisschen besser. Kommt das alles ein bisschen besser rüber und ihr wisst auch immer Bescheid, wenn ich mal eine Pause mache auf einem bestimmten Kanal, dann habt ihr das immer zentral hier, dann kann ich sagen, so, ich mache jetzt mal einen Monat Konsolenfalke-Inhalte oder so, ich mache jetzt mal einen Monat WeHawk-Inhalte, so nach dem Motto. Muss dann nicht immer das Gefühl haben, dass ich das irgendwie auf beiden Channels dann irgendwie ankündigen muss oder sonst was, sondern dann ist das hier zentral und ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Zugegebenermaßen, so richtig angelaufen ist es noch nicht. Wir hatten jetzt zweimal die Kategorie Flatback gehabt. Das war einmal von Sonic auf dem Master System, wo ich im Anschluss dann das C64 Sonic aufgenommen hatte. Und dann hatten wir im Rahmen des Splatoon Specials, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat dieses Jahr, hatten wir auch noch ein Flatback zu Splatoon. Aber das waren so die beiden Konsolen-Falke-artigen Videos, die ich gemacht hatte, die auch so ein bisschen an den Wii Shorts Adventskalender angelehnt waren, von der Machart her. Die haben mir echt sehr viel Spaß gemacht. Und da wird es auch in der Zukunft definitiv mehr von geben. Wir werden auch dieses Jahr wieder einen Adventskalender zum Beispiel machen. Letztes Jahr hatte der Adventskalender bedeutet, dass es auf WeHawk eine Pause geben musste. Mitten bei Jiggies of Time. Und in diesem Jahr, dann habe ich es jetzt quasi damit angekündigt. Ich werde es wahrscheinlich auch nochmal separat ankündigen. Dass ihr dann wisst, im Dezember, aha, kommt wahrscheinlich kein Let's Play Content, sondern dann wird er sich um seinen Adventskalender kümmern. Ich finde das so tatsächlich deutlich besser gelöst. Dass ich das alles hier habe, hat sich ausgezahlt. Die Gamer-Lektüren habe ich ja auch wieder zurückbringen können von Konsolenfalke. Da hatten wir auch das Splatoon-Artbook vom lieben N-Smash, was er mir geschenkt hatte. Und so können dann nach und nach die Konsolenfalke-Kategorien auch im nächsten Jahr wieder Einzug finden. Die Idee, die ich damals geäußert hatte, wo ich das angekündigt hatte, dass Konsolenfalke hierher integriert wird, die ist auch noch nicht gestorben, dass ich Super Punch-Out zum Beispiel zeigen will und nicht einfach nur als Let's Play, sondern dass ich da wie so eine Art Tagebuch draus mache. Und einfach meine Fortschritte im Training zeige. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die wir im nächsten Jahr angehen werden, auf die ich mich schon echt freue. Und trotzdem, so ein bisschen weinendes Auge ist trotzdem dabei, weil Konsolenfalke war der Channel, den ich eröffnet hatte, kurz nachdem ich Vater wurde. Als ich gemerkt habe, ich möchte doch noch ein bisschen YouTube machen, hier und da so ein bisschen. Natürlich hängst du dann auch so ein bisschen da dran. Aber ich denke, da werde ich in diesem Jahr vielleicht nochmal ein Abschiedsvideo machen. Ich denke, dass wir den Jahresrückblick 2022, dass ich den vielleicht doch nochmal auf Konsolenfalke bringen werde. Einfach nochmal als Abschiedsvideo, dass auch die Konsolenfalke-Zuschauer, vielleicht wissen die gar nichts von WeHawk oder nicht so viel von WeHawk. Und dass ich da auch nochmal einen kleinen Abschluss machen kann. Und ich denke, dann können wir dann Haken hintermachen und hier auf WeHawk einfach alles zentral haben. Ja, das Ganze haben wir natürlich auch auf WeHawk Live. Da waren am Anfang des Jahres noch die Livestreams auf Twitch.
Und auch da habe ich gemerkt, das hat sich einfach nicht mehr so unglaublich gelohnt. Wir hatten teilweise Projekte, ich weiß, dass ich Deltarune auf Deutsch gezeigt hatte und da war nicht mehr so viel los. Und Wachstum auf Twitch, das konntest du mittlerweile komplett vergessen. Das ist einfach sowas von in den Keller gegangen im Laufe der Zeit. Das hatte ich einfach niemand mehr gefunden. Es war zwar schön, das immer wieder mit der Community zu machen. Die Discord-Community von mir, die wusste immer Bescheid, wenn ich streame, was ich vorhabe. Das war auch immer ganz cool, dass dann auch immer alle mit dabei waren. Aber es kam halt so außerhalb der Community kam halt echt niemand dazu. Und von daher hatte eigentlich auch das mehr Sinn gemacht, jetzt einfach mal hier auf YouTube zu probieren und gucken, ob es hier besser läuft. Vom Zuschauerschnitt her nicht. Dennoch sehe ich ab und zu mal Gesichter, die ich auf Twitch nicht gesehen habe, die ich auch von Discord her vielleicht noch nicht so kenne. Und insofern hat sich das doch irgendwo auch gelohnt, auch die Livestreams auf WeHawk zu packen. Wir hatten ja zwei Projekte. Wir hatten einmal ein Re-Let's Play von Mystical Ninja, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Da denke ich besonders gerne an den spontanen Boss-Rush zurück im letzten Stream, wo ich eigentlich sagte, oh, ich packe den Modus sowieso nicht. Oh, wir machen das jetzt einmal. Und dann mache ich das hier irgendwie GG, easy, first try. Das war voll cool. Das war eine coole Geschichte. Und was jetzt natürlich aktuell auch immer noch am Laufen ist, ist Brock the Investigator, was echt sau viel Spaß macht und wo ich auch das Gefühl habe, die Leute sind da auch gut mit bei, tatsächlich. Also da kommt auch im Chat wieder ein bisschen mehr, als es auf Twitch der Fall war, tatsächlich. Bei den WeHawk Live-Inhalten, da denke ich auch sehr, sehr gern an die Einzelstreams zurück. Nicht nur an die Projekte, die ich da gemacht habe. Zum Beispiel von Nintendo Switch Sports beispielsweise der Schwitz-Stream, der ganz witzig war. Oh, das gibt es einfach nicht! Oder natürlich die im Rahmen des Splatoon-Specials die Runden in Splatoon 1, Splatoon 2 und Splatoon 3 mit Keanu, mit N-Smash und mit Chaos Sonic. Und das waren immer sehr, sehr witzige Runden gewesen. Das war richtig klasse. Oh, das ist Mist. Das ist Mist! Oh Gott, Rüdiger! Ja! Auf so einer kleinen Fläche hier zu kämpfen. Ich habe auch fast das Team ausgeweitet jetzt. Aber nur fast. Haltet euch mal bis. Doch, jetzt habe ich sie alle. Jetzt habe ich alle vier erwischt. Wie viele? Also die Livestreams hier auf WeHawk, denke ich, sind in diesem Jahr auch sehr, sehr schön gestartet. Und das ist schön. Ich denke, es war der richtige Schritt, drei Channels sozusagen zu einem zu vereinen. Und am logischsten war es natürlich, das hier auf WeHawk zu tun, weil das ist einfach mein Hauptchannel. Hier hänge ich seit 13 Jahren rum und hier hängt so viel Herzblut dran. Und insofern sehr cool, das Ganze jetzt nochmal zu erweitern. Nicht nur der reine Let's Play Channel zu sein, sondern wirklich auch mal Livestreams zu bringen. Und eben auch Konsolenfalke-Inhalte, Beiträge, vielleicht auch mal wieder Reviews irgendwann. Und ich glaube, das ist genau die Richtung, die ich jetzt momentan haben will. Einfach so ein nicht mehr so dieser reine Let's Play-Channel zu sein. Natürlich hatte ich dann auch im Laufe der Zeit, jetzt im September, also ich hatte mir schon noch ein bisschen Zeit gelassen, im September hatte ich dann auch die Kanalmitgliedschaften freigeschaltet. Bis heute noch kein Ankündigungsvideo dazu gemacht. Ja, sollte ich auch mal machen. Irgendwie so ein kleines Begrüßungsvideo oder so. Was es da im Einzelnen für Vorteile gibt, das werde ich definitiv nochmal irgendwie in einem gesonderten Video einfach nochmal erklären. Und es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte mit den Kanalfeatures und ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, dass ich da doch jetzt schon ein paar habe, die da regelmäßig jetzt mit dabei sind und wirklich auch Mitglied bei diesem exklusiven WeHawk-Kanal hier geworden sind. Das ist sehr, sehr cool und dafür auch vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat mich sehr gefreut. Und ich könnte über diese Fusion von diesen drei Channels und über die Kanalmitgliedschaften sicherlich noch viel, viel länger reden. Es gab ja aber auch noch Let's Play-Content. Nein, doch. Und das umfangreichste Projekt in diesem Jahr, mit Abstand, mit 87 Parts. Ich weiß gar nicht, ob ich von einem Projekt jemals 87 Parts in einem Jahr durchgezogen habe. Aber das war Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Und da muss man auch dazu sagen, direkt Part 1 mit, ich glaube, über 3600 Aufrufen. Auch mein erfolgreichstes Video in diesem Jahr, mit Abstand. Also das Projekt fing auch wirklich mit sehr, sehr großem Interesse an. Da war es ja gerade so gewesen, dass es
auch endlich mal eine englische Version von Tenkaichi 4 gab. Vorher war das ja ein rein lateinamerikanisches Projekt gewesen, also auch wirklich nur die spanische Sprache, die auch mitunter sehr, sehr witzig war. Habt ihr ja in den Tenkaichi 3 Mods schon öfter gesehen. Aber jetzt gab es das Ganze auch auf Englisch und das war sehr, sehr cool, wie das umgesetzt worden ist. Also gerade auch der Story-Mode war sehr toll. Dieses Projekt hat allerdings auch so ein bisschen drunter gelitten, dass es so viele Parts gab, dass auch Urlaub zwischendrin war, dass, ich glaube sogar zwei Urlaube waren es sogar gewesen, sodass sich dieses Projekt dann 5 Monate gezogen hat. Und ein großer Teil von diesen 5 Monaten auch leider die Parallel-Quests waren, also die Mission 100, die auch immer gleich war. Du hast immer nur einen Charakter gehabt und die Gegner waren irre schwer und ich kam irgendwann nur noch mit Götter-Z-Objekt zurecht und dann waren die Kämpfe wieder sehr eintönig und da hast du schon gemerkt, okay, das Interesse, das schwindet jetzt langsam wieder und du solltest es vielleicht langsam mal zu Ende bringen. Aber wir haben es so ziemlich 100% mäßig dann auch bis zum Ende durchgezogen und das war, denke ich, auch die richtige Entscheidung, es durchzuziehen. Tenkaichi 4 hat echt sehr viel Spaß gemacht. Es war nicht beabsichtigt, aber das war das Coolste, was ich in meinem Leben jemals mit Schausu gemacht habe. Oh, hier, ja. Ich kann Saiyajin nicht mehr wirklich ausstehen. Ich gehe zwar nicht hin und sage Saiyan. Warum eigentlich nicht? Ich könnte mich verwandeln und dann... Moment. Ja. Und was gab's sonst noch? Wir hatten 2 Re-Let's Plays von Deponia. Einmal von Deponia 1 und einmal von Deponia 2, beziehungsweise Chaos of Deponia, was jetzt momentan noch am Laufen ist. Und gerade bei Teil 1 war es mir einfach ein Bedürfnis. Ihr wisst, vor genau 10 Jahren hatte ich... Also, wo das Let's Play gestartet ist, vor genau 10 Jahren, hatte ich das Let's Play mit Poki ja gehabt, an meiner Seite. Das Spiel kam ja auch an meinem Geburtstag raus, damals vor 10 Jahren. Und dann hatte ich an meinem Geburtstag noch auf Twitch einen Livestream gemacht, wo ich dann Deponia 1 auch nochmal gezeigt habe und auch nochmal auf einige Sachen eingegangen bin, auch wie ich das alles damals empfunden habe, nochmal ein paar Trivias gegeben habe und so weiter. Und dann habe ich das Ganze komplett auf YouTube als Projekt dann auch weitergeführt. Dann nicht mehr in Livestream-Form zwar, sondern wieder als normales Let's Play. Aber zumindest der erste Part war noch ein Livestream und ich denke, das war auch ein durchaus interessanter Stream gewesen. Also wer da nochmal so ein bisschen was von hinter den Kulissen erfahren möchte, wie das damals mit Poki gelaufen ist, den empfehle ich da gerade den ersten Part. Und auch sonst erzähle ich im Let's Play immer mal wieder ein bisschen was darüber. Es war mir auch wichtig, einfach dieses Projekt nochmal zu wiederholen. Und als ich dann so dabei war, ja, dann hieß es, willst du nicht auch die anderen beiden Spiele wieder Let's Playen? Also Chaos of Deponia, Goodbye Deponia. Und dann, ja, habe ich irgendwie gesagt, komm, ist auch irgendwie Teil der Complete Journey. Weil ich hatte ja bei Deponia 1 die Complete Journey dann gezeigt mit dem Poki-Entwickler-Kommentaren, dass wir da auch nicht ganz auf Poki verzichten mussten. Und ja, dann bin ich jetzt momentan auch noch an Chaos of Deponia, auch mit Entwickler-Kommentaren. Und im nächsten Jahr wird es dann auch noch Goodbye Deponia geben. Genau, dass dann die auch nochmal durchgezogen werden. Ansonsten hatten wir ein Early Access von Ex-Zodiac, einem Starwing-Klon. Wenn man so will, kann man fast schon Klon nennen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ursprüngliche Star Fox auf dem Super Nintendo. Und das war eigentlich ein ganz flottes Spielchen und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es spielt es aber natürlich auch sehr safe, also es nutzt einfach komplett diese Star-Fox-Formel, bringt noch so ein bisschen Space-Harrier-Elemente in Bonus-Levels mit ein, was auch ganz cool ist. Aber ansonsten halt wirklich einfach die bewährte Star-Fox-Formel, aber eben auch richtig gut umgesetzt, das muss man noch dazu sagen. Und mir hat der Titel sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin da wirklich mal gespannt, wenn es denn dann irgendwann mal aus dem Early Access rauskommt, was wir da noch erwarten dürfen. Also ich glaube... Das kann ein richtig guter Titel werden und da werde ich, auch wenn es da mal irgendwann Updates gibt zu, werde ich die auf jeden Fall dann auch mal hier auf dem Channel zeigen. Und ansonsten möchte ich natürlich in diesem Video nochmal auf meine 3 Lieblingsprojekte in diesem Jahr eingehen.
Natürlich wäre es nicht komplett dieses Jahresspecial, wenn ich diese besonderen drei Projekte nicht erwähnen würde. Und wer sich jetzt dachte, ja, hallo, da waren doch viel spannendere Sachen, wann geht er denn endlich mal darauf ein? Jetzt ist es soweit. Natürlich rede ich von The Legend of Banjo-Kazooie, The Jiggies of Time. Eigentlich, wenn man es so sieht, glaube ich, mein Lieblingsprojekt aus diesem Jahr. Weniger was jetzt irgendwie die super tollen Let's Play-Momente von mir anging oder so, dass ich jetzt irgendwie besonders witzig gewesen wäre oder sonst was, sondern das Spiel an sich, dieser Mod von Kirko, der hat mich so beeindruckt. Von vorne bis hinten. Dieser Mischmasch aus Banjo-Kazooie und Ocarina of Time. Also die Ocarina of Time-Welt nachgebaut, komplett nachgebaut in Banjo-Kazooie. Nicht irgendwie einfach nur Banjo und Kazooie in die Ocarina of Time-Welt reingeportet, sondern wirklich alle Welten im Banjo-Kazooie-Stil nachgebaut und so klasse und so toll und mit allen möglichen Anspielungen an alle möglichen Rare-Titel von Rare. Wow. Alle Rare-Titel von Rare, genau, auf dem N64, aber teilweise, glaube ich, auch Donkey Kong Country-Anspielungen noch und so weiter. Da war alles mit bei und es war so, so toll und es war eine Liebeserklärung an Rare, einfach dieser komplette Mod und an Ocarina of Time natürlich auch. Und es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Besonders toll natürlich vor allem der Waldtempel mit den Buchstabenrätseln dann, also der Tempel hatte dann seine eigene Schrift und du hattest dann geguckt, aha, welcher Buchstabe ist welches Symbol und dann konntest du da Übersetzungen machen und ja, da hatte ich mich ein bisschen schwer mit. Glücklicherweise hatte ich dann für mich auch immer so eine Gedankenstütze gemacht, dass ich die Sachen, die wir schon gefunden hatten, mir neben in den Randbalken gepackt habe, dass ich da immer auch ein bisschen abspicken konnte, was welcher Buchstabe ist. Das war eine sehr interessante Mechanik und ansonsten natürlich die vielen, vielen Easter Eggs, ob das jetzt irgendwie Metroid war oder ob da auf einmal irgendwie Fox ist, der Super Mario Galaxy spielt, wo mich dann auch Luxdike Link drauf aufmerksam gemacht hat, weil ich das komplett verpasst hatte. Weil es waren viele, viele Sachen, die waren einfach echt gut versteckt. Überall GoldenEye-Charaktere dann so am Levelrand und so. Oh, dieser Mod war einfach so großartig und so toll und ich habe nichts zu bemängeln. Das ist ja das Geile. Ich habe wirklich absolut nichts zu bemängeln. Der Schwierigkeitsgrad war absolut angemessen. Es war nicht irgendwie, dass es dann ab dem fünften Level komplett durchgedreht ist und einfach nur noch sauschwer oder sonst was. Es gab relativ wenige Passagen, wo ich Save States gebraucht habe. Und ob ich sie wirklich gebraucht hätte, wenn ich es nicht noch ein paar Mal öfter probiert hätte, bleibt auch mal dahingestellt. Also super angenehm vom Schwierigkeitsgrad her. Ganz, ganz toll gemacht. Und einfach perfekte Umsetzung von allen Leveln. Super nachgebaut. Die Easter Eggs perfekt eingebaut, platziert. Jede Hommage an jedes mögliche Spiel war einfach so unfassbar gut umgesetzt, dass es mir wirklich die Sprache verschlagen hat teilweise. Das war so toll. Und deswegen auch, obwohl es direkt am Anfang war, kann man eigentlich direkt schon sagen, besser wurde es in diesem Jahr eigentlich auch nicht mehr. Also es war wirklich toll. Ja, besser wurde es in diesem Jahr vielleicht nicht mehr. Aber dafür noch um einige Ecken verrückter. Mein zweites Lieblingsprojekt in diesem Jahr. Star Fox 64 Randomizer. Und wer jetzt irgendwie dachte, na toll, dann ist halt gerandomized, auf was für einem Planeten man rauskommt. Yippie. Das ist ja so spannend. Nein. Der enthielt ja einige Funktionen und einige Updates. Und immer wenn ein Update kam, habe ich dann doch mal was gezeigt. Von den neuen Funktionen. Wir hatten kuriose Lichteffekte. Wir hatten die Möglichkeit, einen One-Hit-Kill-Modus zu machen, sodass ich überhaupt gar nicht irgendwo gegenstoßen durfte. Wo ich in dem Spiel auch wirklich nochmal über mich hinausgewachsen bin, weil One-Hit-Kill war so eine Geschichte, die habe ich nie wirklich probiert. Und es hat eigentlich tatsächlich dann aber doch relativ gut geklappt. Das war voll cool. Aber was das eigentlich richtig, richtig Großartige bei Star Fox 64 Randomizer war, natürlich die gerandomizten Funksprüche von den gerandomizten Charakteren. Und es hat teilweise so perfekt gepasst. Diese eine Geschichte mit General Pepper, ich werde sie am Ende des Videos nochmal einfügen, weil das ist so geil. Das war so ein geiler Moment. Und auch viele, viele weitere Funksprüche, die einfach so toll waren.
Natürlich auch die verrückten Kameraführungen, der Drunk Mode, wo ich dann nochmal irgendwie gerade bei Solar dann versucht habe, mal sehr, sehr akribisch dran zu bleiben, weil da hatte ich ja echt ein Riesenproblem mit dem Level, mit den Kamerafahrten und habe es dann aber doch bis zum Ende durchgezogen. Das war auch sehr, sehr schön. Ich glaube, das war ein würdiger Abschluss dann auch nochmal für das Projekt, was sicherlich, wenn nochmal Updates kommen werden, auch nochmal zurückkehren wird. Das habe ich auch definitiv noch nicht abgehakt. Also Star Fox 64 Randomizer, alter Schwede. Das war toll, das war eine tolle Geschichte. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sowas existiert. Die Star Fox 64 Community, sie ist noch am Leben. Es werden immer noch Weltrekorde aufgestellt, das glaubt man nicht. Mittlerweile sind wir bei über 3000 Total Hits und es ist unfassbar, was da immer noch passiert. Und dieser Randomizer ist ein ganz, ganz großer Teil dieser Szene mittlerweile und ich freue mich auf alles, was da noch passieren wird und das werdet ihr auch sicherlich hier auf dem Kanal dann sehen. Ja, und dann last, aber sowas von überhaupt nicht least, Star Revenge Zero, Galaxy of Origins, ein Hack von Brodude. Ja, ist noch nicht fertig, läuft noch und ihr fragt euch sicherlich alle, wie geht's weiter, was passiert da noch? Wann, wo und wie, das werde ich demnächst mal separat ankündigen. Also es wird ein Ankündigungsvideo geben, wo ich nicht nur auf den Adventskalender nochmal eingehen werde, sondern auch auf Star Revenge sicherlich, weil es da ein paar Sachen zu sagen gibt. Aber 15 Parts immerhin haben wir in diesem Jahr hinbekommen. Der gute Matze und ich. Denn der war Dauergast in diesem Projekt. Und das war seit Beginn der RAP auf High Five United unser erstes richtiges gemeinsames Projekt gewesen. Und ich würde sagen, wir haben es nicht verlernt. Also es hatte fast schon diesen Super Mario 74 Spirit von damals, muss man wirklich sagen. Wobei wir uns ja wirklich beide als Persönlichkeiten auch noch ein bisschen verändert haben, sicherlich. Und trotz allem war jeder einzelne Part von diesen 15 Parts Comedy Gold, wirklich. Matze, ich weiß nicht, ob du es gerne hörst, aber für mich bist du Let's Play-technisch ein absoluter Vollprofi. Nicht Vollidiot, Vollprofi. Weil das war unfassbar. In jede Aufnahmesession, wir haben immer ein Level pro Aufnahmesession gemacht, in jede Aufnahmesession ist der sowas von motiviert rein und hat sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Es war ja nicht so, dass wir denselben Kommentarstil irgendwie 15 Folgen lang durchgezogen hatten, sondern es gab wirklich in jeder Aufnahmesession irgendein Element, was es in der vorherigen Aufnahmesession nicht gab. Das war unfassbar. Hattest du im ersten Part noch den Matze, der irgendwie mit Voice Mod irgendwie abgespackt hat? Hattest du dann im nächsten Part dann irgendwie den Anlaberungsmatze, der sich über meine Spielskills aufgeregt hat? Dann hatten wir die Matze und Rüdiger Sitcom gehabt, wo er dann die Sitcom-Geräusche ständig eingefügt hat. Dann natürlich die grandiose Rückkehr und Manifestation von Steffen, die mich immer noch sehr gruselt und die auch ihre Rückkehr beim Armageddon-Turnier gefeiert hat. Steffen, ey. Ihn mal als Kommentator zu erleben. Unfassbar. Und zu guter Letzt dann im 15. Part das super Saufungs-Bier-Wein-Getränk-Bier-Getränk von King Arkinien. Oh, womit mich Matze halber wahnsinnig gemacht hat. Und dann natürlich die Safe-State-Geschichte. Er hatte mittels Parsec hatte er die Kontrolle übernommen. Ich hatte aber weiterhin die Kontrolle über den Emulator und ich durfte die Geschwindigkeit draufstellen und Safe States laden. Das konnte sehr interessant werden. Oh ja. Und das habe ich dann auch entsprechend getan. Also wirklich alle 15 Parts, ich liebe sie. Und es ist so, so toll. Und ich bin froh, dass wir das in diesem Jahr noch gemacht haben. Wirklich. Vielen Dank dafür, Matze. Ja. Und deswegen, ich habe jetzt drei Projekte aufgezählt. Banjo-Kazooie, Star Fox 64 Randomizer und Galaxy of Origins. Und weil es ja Tradition ist, dass es am Ende nochmal eine kleine Clipshow gibt, gibt es diesmal eine kleine Änderung. Die Clipshow wird sich ausschließlich auf diese drei Spiele beziehen. Aber wenn ihr jetzt glaubt, dass sie deswegen besonders kurz wird, ich glaube, alle diese Projekte hatten genug Highlights. Ich möchte mich bei euch bedanken für 13 tolle Jahre auf diesem Channel. Jetzt steht demnächst der Adventskalender an. Da gibt es nochmal ordentlich Content und im nächsten Jahr habe ich natürlich auch noch ein paar schöne Sachen für euch auf Lager. Also, bis dahin, euer Weehawk und viel Spaß mit der Clipshow. Ich habe 6.
Das lasse ich jetzt einfach so drin. Ich guck jetzt nochmal. Tatsache. Oh. Ist das geil! So toll bin ich. Ich glaube, so toll bin ich noch nie gerickrollt worden. Was ist da eigentlich drin? Ach, da hockt er her! Und er raucht! Smoke weed every day. Entweder ist er wütend oder aber er raucht. Oder aber er raucht, weil er wütend ist. Das ist ein Bild für die Götter. Das ist großartig. Oh, ich hatte gehofft, dass die Hymne von Familie Sturm hier läuft. Komm persönlich vorbei bei Familie Sturm. Bei Familie Sturm. Gehen erst, wenn der Anschluss jetzt wieder läuft. Dann gehe ich auf. Hallo? Ich bin Marcel Davis. Moment, eigentlich ist das eher 1 und 1, 1 und 1, Marcel Davis, Kundenzufriedenheit. Ich kann damit nicht aufhören. Es muss ja wirklich die Hymne von Familie Sturm sein. Irgendwann gibt es davon eine komplette Version. Hier auf diesem YouTube-Kanal. Ihr werdet es hören. So, und jetzt gucken wir durch das Fenster. Das ist ja geil. Das ist Samus. Und sie spielt Star Fox Adventures. Auf dem Nintendo GameCube. Das ist ein Bild für die Götter. Scannen. 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 Ich bezweifle, dass hier auch nur ein einziges Jiggy einfach so rumliegen und einfach so für uns erreichbar sein wird. Überall erreichbar. Überall erreichbar. Überall erreichbar. Überall erreichbar. Papieralabü. Und zack. Oh, was? Wieso bist du die Bäume hochgeklettert? Oh, C. Okay. Wieso bist du so schnell die Bäume hochgeklettert? Dachtest du etwa Banjo treibt's mit allem, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist und bist schnell auf die Bäume rauf? Ja, wunderbar. Kinderfreundlich geht das hier heute wieder los. Habe ich den richtigen Winkel zum Furzen? Das ist eine Frage, die man in einem letzten... Aber guck mal, es passt einfach alles perfekt. Einfach nur, weil ich den richtigen Winkel zum Furzen gefunden habe. Und das ist eine wichtige Lektion, liebe Kinder. Für eure gesamte Kindheit. Wenn ihr den richtigen Winkel zum Furzen gefunden habt, dann ist alles gut. Der richtige Winkel zum Furzen ist der Schlüssel zum Erfolg. Merkt euch das. Auch später mal in alltäglichen Situationen wie, was weiß ich, dem Bewerbungsgespräch. Wenn ihr da aus dem richtigen Winkel furzt, dann habt ihr eigentlich dieses Bewerbungsgespräch schon in der Tasche. Dann ist der Job euch sicher. Sie werden sich um euch reißen. Ihr werdet eine Zusage nach der anderen bekommen. Einfach nur aus dem richtigen Winkel furzen. Das ist das Geheimrezept. Okay. Da ist wieder was zum Furzen. Oh Gott, ey, diese Bienen überall. Lass mir. Oh, hier ist aber. Guckt euch das an. Das ist eine richtige Bienenplage hier. Genau den einen Pixel finden, wo mich weder die links noch die rechts bemerken und sie bemerken mich beide auf einmal. Ach du liebe Zeit. So kann ich nicht in Ruhe furzen. Die folgen mir sogar hier oben drauf. Die Schweine. Ruto. Darunia. Salia. Und Rauru, der Weihnachtsmann. Nein, das darf nicht das Ende sein.
Es darf nicht das Ende sein. Es war so schön. Es war so, so schön. Es hat wirklich so einen Spaß gemacht. Von vorne bis hinten. Es gab einfach nichts, was keinen Spaß gemacht hat. Darf ich Eier furzen? Oh, Wasser! Was? Wasser! Ah. Was war das gerade? You will die just like your father. Dad screamed real good before he died. Alter! Besser hätte es gar nicht werden können! Weil hier darf nichts explodieren. Nein! Ich hab's gewusst. Danke, Rob. Ja, das war's. Haha! Geil! Der Spruch war perfekt. Der Spruch war perfekt, weil wo rast er rein? Ins Supply Depot. You too, Bill. Alter, ich kann nicht. Ja, ja, hast du recht. Okay, Fox, wir reißen uns nochmal zusammen, ne? Wir schaffen das gemeinsam. Irgendwie. Irgendwo. Peppy, bitte jetzt nicht schreien. Alles jetzt bitte nicht schreien. We can catch up later, Fox. Sorry, guys, I gotta sit this one out. My emperor, I failed you. Here I go. Entschuldigung. Das erwischt mich immer eiskalt, wenn sie auf einmal anfangen zu schreien, ey. Das schaffe ich das? Yes! Ist... Habe ich überhaupt noch nur ein bisschen Schaden jetzt gerade gemacht? Nee, jetzt war jetzt Schaden. Oh, shit, I'm going to die. Oh, 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 oh. Let's see how you handle our new ships. Ich hasse dich. So, ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Das ist eine absolute... Ich kann nicht glauben, dass mir das tatsächlich passiert ist. Ich kann doch nicht so... Halt, so. Ich kann doch nicht so hilflos sein. Ich kann doch nicht so hilflos sein mit Single Laser. Was war das denn jetzt gerade? So, Freundchen. Jetzt aber sowas hat die Schnauze hier. Boah, war das peinlich. Oh, scheiße. Spinning Fox. Gott. Ich auch. Ja. Nein, da wäre der Checkpoint gewesen. Ja, ist zu spät. Ist zu spät, Rob. Und jetzt geht's los.
Jetzt geht's los, jetzt geht's richtig um. Aber, Alter, ist das geil. Du hast ja die härteste, geilste Farbe gerade. Ist das geil, dass du endlich das geile Spiel wieder spielst. Ey, ist das nicht geil? Was machst du hier? Ein geiles Rüger. Es ist so cool, das alles so zu sehen, was du hier machst. Das ist so geil. Ey, du Mario, out here, don't worry. Luigi is doing this thing. You can go relax again. Absolut. Let's get ready to press the A button for a wall jump, though. Ganz ehrlich, ich hab nicht aufgepasst. Ich mache einfach. Oh! Press den A-Button, Rüdiger, du musst den A-Button pressen. Bitte springe hoch jetzt für mich. Springe hoch, Rüdiger, los, tu es. Wow! Siehst du, alles richtig gemacht, ey. Das ist alles Bestes gelaufen. Du bist nur irgendwie ein bisschen dran vorbeigesprungen als wir. The music in some of the later levels tends to break after a while. And Azzy Audio. Rüdiger, du brauchst Azzy Audio. Ich hab zum Glück das Azzy Audio Plugin tatsächlich hier Alter, gehabt. Geil, du hast das Azzy Audio. Das kenn ich sogar noch von damals. Azzy Audio, da weiß man, was man hat. Weißt du, dein Hals ist kaputt und ich lass dich einfach die ganze Zeit labern. Das tut mir leid. Ja, was soll denn das? Das ist doch immer schon so gewesen. Also, du bist ein alter Sack, der redet. Jetzt hast du die Musik lauter gemacht. Jetzt bin ich zu laut für dich, oder wie? Nee, also das ist ja toll. Das passiv-aggressive Kommentar, das du mir gibst, indem du die okay. Lieder, den Ton hier lauter machst. Entschuldigung. Sorry, weiter geht's. Ja, ich ein Stern von Namen Färber, grüßer Buchstabensalat, der nie zuschaut, du stinkst nach Wurst. Matze hat gesagt, er labert mir heute nicht dazwischen. Deswegen haben wir heute jemand ganz anderen dabei, wie ihr hört. Ja, also wie ich schon gesagt habe, wir haben schon öfters von mir gehört. Ich bin heute hier, Steffen. Ich habe mich verwandelt, von meiner Titelfrau, habe ich gedacht, ich verwandle mich heute in einen Menschen und werde heute oder auch weniger ein bisschen begleiten bei diesem recht interessanten Spiel. Rüdiger, wie komme ich zu dieser Erde, dass ich heute dabei bin? Und du hast dich ja ganz spezifisch für mich entschieden und nicht für Matze. Wie kommt es dazu? Aber das sieht so aus, als wären sie einfach nur... Ich sehe auch immer ein bisschen noch wieder, wenn du das machst. Das ist ja das Gute an der Dampfestoffe. Es ist ja nicht so, als hättest du keine neue Luft kriegen. Der wird ja nur was Neues bereitgestellt, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Nee, das siehst du tatsächlich ja, richtig. Ja, sehe ich das irgendwie falsch, Rüdiger, eh? Dann sag mal. Nee, das siehst du. Dann willst du dich jetzt mit dir gleich schon anlegen, oder wie? Findest du das nicht auch interessant, dass das so viel Lava irgendwie da ist? Im Lava, in der Wasser, in der Lava. Darauf sind wir doch gar nicht eingegangen. Wasser in der Lava, Wasser in der Lava, Wasser in der Lava. Wasser in der Lava, würde ich ja was da ist, Wasser in der Lava. Los geht's, ey. Oh. Ich bin jetzt schon mal gespannt, wie gut du diesmal bist. 20 Sekunden hast du Zeit. Oh, dann hat auch eine Zeit. Lava ja, natürlich hat man Zeitlimit. Lava im Arsch. Du musst springen mit Lava im Arsch. Es geht immer weiter mit der Lava im Arsch. Bist du schon ich weiß es nicht. Du musst einen Lava-Sprung machen mit deinem Arsch. Ich weiß es nicht. Oder die Lava, die winkt dich um. Ey, du hast es geschafft. First try, ne? Ja, das hast du ja verdient, damit du endlich mal deinen Arsch bewegst. Und du immer mit deinem komischen grünen Ding, du kannst da fast so rüberspringen. Du wartest mit deinem blöden grünen Plattform immer, bis du ganz am Ende angekommen bist. Als würdest du eine Rolltreppe benutzen und dich hochschieben lassen auf den letzten Stück, anstatt einen Schritt zu machen. Nickst du mit dem Beat und bewegst deinen Arsch? Wenn das Deichkind am Mike. Okay. Weißt du, wir haben uns immer über 90er Musik aufgeregt, aber Anfang 2000er Musik war eigentlich sogar noch wesentlich schlimmer. Ey, Rauch, ey, ist das nicht geil hier? Darauf direkt mal selbst, ey. Okay. Das ist ein schöner Safe-Stack gewesen, den du da gemacht hast. Fehlt nur noch, dass du die Taste dafür findest, ey, wieder das Spiel um 300% zu beschleunigen und nicht richtig zu schikanieren, aber. Ja, okay, von mir aus, das spiel ich halt so, mir ist das so. Du lachst dir wahrscheinlich gerade den Arsch an. Ich kann nicht mal springen, so schnell ist das gerade so doch gar nicht wohl. Okay, von mir aus, aber ich springe auch gerade. Ja. Okay, lass mal schauen. Das machen wir. Okay, Entschuldigung, ich auch.
Das ist so unglaublich. Das ist so ein Kindskopf. Manu. Oh, jetzt schon wieder. Rüdiger, du bist die schlimmste Person auf der Welt. Ich kenne die sowas lustig. Ich sehe dich so, okay, alles klar. Ey, da ist ein Stern. Warum ist da einfach ein Stern? Ey, abgeräumt, Digga. Ich grüße Buchstabensalat an der Stelle. Nee, das muss ich nochmal laden lassen, sorry. Alles klar, okay, dann geh ich einfach mal hier lang. Also, hier unten ist ja eigentlich viel schöner, muss ich sagen. Also ich laufe an der Stelle. Achso, ich habe in dem Moment gesprungen, jetzt macht das alles Sinn. Okay, dann gehe ich da halt wieder hin und. Oh, kriege ich ihn. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du jetzt nochmal ein Safe-Set wieder legst, aber ich hier fast. Das ist alles furchtbar, Mann, ey. Und ich so, oh, ich freue mich, dass du heute mal wieder aufhörst. Ah, jetzt habe ich die Macht, ihn die ganze Zeit zu manipulieren und irgendwie seine Steuerung zu zerficken. Ja, das ist lustig. Fehlt ja nur, dass ich die Geschwindigkeit wieder auf 300% stelle, damit der Geiger auf. Super Saufungswein, der beste Wein, um sich richtig volllaufen zu lassen für den milden Preis von 10 Euro. This is the cute. Der milde Preis von 10 Euro wird natürlich dadurch für eine 0,5 Liter Flasche, indem ihr euch das einfach mal durch den Kopf gehen lasst, wie unglaublich lecker dieses Getränk sein muss, wenn der König ist. YouTube Hoop zu YouTube Hoop einfach immer weiter trinkt. Das kann ja nur bedeuten, dass es das beste Getränk aller Zeiten ist. Hi boy. Das war das Wort von unserem Sponsor King Arkinien. Super Saufungsbier, Wein, super was auch immer es für euch sein soll, ist es mir scheißegal. Trinkt es einfach und werdet besoffen und ihr werdet glücklich sein. You saved me! Danke! Natürlich der Warship-Architekt, der dafür verantwortlich ist, das super Saufungsweinbier vom King Arkinien zu erstellen. Dieser geniale Behälter, der wurde vom einzigartigen Architekten Mihawk erstellt. Er ist dafür verantwortlich, dass dieses super Saufungsbier-Wein-Ding existiert. Und es ist einfach unglaublich klasse, wie geil dieses Bei-Bier-Wein schmeckt. Es ist das Leckeste auf der Welt. King Arkinien, super Saufungsbier-Wein-Drink. Es ist einfach das Leckeste, was ich jemals geschmeckt habe. Das könnt ihr mir ruhig glauben. Bei meinem Bartel des Wars. Auf jeden Fall. Wir haben auch schon gesehen, wie geil es aussieht, als er mit seinem Kelch geschwenkt hat und so ein bisschen was verschüttet hat davon. Erinnert ihr euch, als er mit Zelda zusammen gelacht hat? Erinnert ihr euch an die Szene? Erinnert ihr euch dran? Wer kann sich nicht an diese unglaublich geile Szene erinnern mit diesen super geil gezeichneten Charakteren von einer russischen Artistenfirma, die dafür verantwortlich war, diese geilen Zeichnungen da reinzuhauen?